Mitten in der Nordsee liegt seit 2008 der erste deutsche Offshore-Windpark Alpha Ventus. Er versorgt 50.000 Haushalte mit Strom. Für den Bau mitverantwortlich war Hochtief. Ein richtungsweisendes Projekt für die Nutzung der Offshore-Windtechnologie. Und einer von vielen Hochtief-Beiträgen zur Lösung großer gesellschaftlicher Aufgaben. Technische Innovationen und bauliche Meilensteine. Seit 140 Jahren trägt Hochtief dazu bei, Lebensräume zu gestalten. Schon beim ersten internationalen Bauauftrag von Hochtief, den Getreidespeichern im Hafen von Genua, kam 1899 die damals revolutionäre Stahlbetonbautechnik zum Einsatz. Die in nur 10 Monaten errichtete Echelsbacher Brücke war bei ihrer Eröffnung 1930 mit 130 Metern die am weitesten gespannte Stahlbetonbrücke Deutschlands. Beim 50 Kilometer langen Albertkanal in Belgien halbierte Hochtief die Bauzeit mit Sondervorschlägen. Nach nur 4,5 Jahren konnte der neue Wasserweg von Lüttich nach Antwerpen 1934 eröffnet werden. Weltbekannt wurde Hochtief in den 1960er Jahren mit einem Rettungseinsatz in Ägypten. Um die Felsentempel von Abu Simbel vor den steigenden Fluten des Nil zu bewahren, verlegten die Fachleute die in mehr als 1000 Blöcke zersägten Tempel an eine geschützte Stelle und setzten sie wieder zusammen. Das Weltkulturerbe war gerettet. An anderen Stellen schaffte Hochtief Brückenschläge. In Istanbul entstand 1974 mit der Hängebrücke über den Bosporus die Verbindung zwischen Europa und Asien. 20 Jahre später folgte die Brücke über den großen Belt in Dänemark. Die Hängebrücke zählt mit einer freien Spannbreite von mehr als 1600 Metern zu den atemberaubendsten der Welt. Spektakulär ist auch der Großflughafen Jeddah in Saudi-Arabien. Hier errichtete Hochtief schlüsselfertig 4 Terminals. Das Pilgerterminal mit seiner Zeltdacharchitektur bildete die größte überdachte Fläche der Welt. Ein von Hochtief errichteter architektonischer Meilenstein in Deutschland ist der Messeturm in Frankfurt. Das 256 Meter hohe Gebäude war in den 1990er Jahren der höchste Wolkenkratzer Europas. Die Fläche für die Baustelleneinrichtung war nur so groß wie 2 Tennisplätze. Nur dank ausgeklügelter Logistik ließ sich das Projekt termingerecht fertigstellen. Mit Wolkenkratzern kennt sich auch die Hochtief-Tochtergesellschaft Turner aus. Sie errichtet weltweit Hochbauten und ist Branchenpionier mit umweltfreundlichen sogenannten Green Buildings, wie etwa dem The Visionaire in New York. Auch an den höchsten Gebäuden der Welt war Turner beteiligt. Dazu gehören das 508 Meter hohe Taipei 101 in Taiwan und der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai. Innovative Projekte realisiert auch die australische Hochtiefbeteiligungsgesellschaft Leighton. Als größter Contract Miner der Welt baut sie jährlich mehr als 100 Millionen Tonnen Eisenerz und 100 Millionen Tonnen Kohle ab. Bei der Verkehrsinfrastruktur gehört Hochtief ebenfalls seit vielen Jahrzehnten zu den Besten. Mit neuen Vertragsmodellen wie den öffentlich-privaten Partnerschaften realisiert der Konzern weltweit neue Verkehrswege. Etwa ein Teilstück der A4 in Thüringen. Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb der Neubaustrecke gehören zum Auftrag. Auch die Tochtergesellschaft Flatiron in den USA schafft Straßen, Brücken und Schienenwege. Die Portman Bridge mit 10 Fahrspuren gehört mit 50 Metern zu den breitesten Schrägseilbrücken der Welt. Mit der Barwa Commercial Avenue in Katar schuf Hochtief mitten in der Wüste ein 8,5 Kilometer langes Einkaufs- und Geschäftszentrum. Energieversorgung, Mobilität, Arbeits- und Lebenswelten. Für alle Bereiche leistet Hochtief seit 140 Jahren wichtige Beiträge. Fast 80.000 Mitarbeiter in aller Welt bilden heute das Hochtief-Team. Ihre Kompetenz und Leistungsbereitschaft sind das wichtigste Kapital des Konzerns.
Als einer der weltweit größten Infrastrukturanbieter blickt das Unternehmen voraus. Heute und auch in Zukunft wird Hochtief Geschichte schreiben.